Christoph Nagler habe ich heute bei mir stehen. Du warst das letzte Mal sehr lange, so lange her, dass du zu sehen warst im Playoff im Dress der Dukes. Heute wieder Playoff in Klosterneuburg, das heißt, du bist natürlich dabei. Vielleicht einmal ganz zu Beginn, was hast du gemacht, seitdem du das Dukes-Dress ausgezogen hast? Wo trifft man dich jetzt? Ja, jetzt trifft man mich meistens in Wien oder in Fürstenfeld. Ich habe, nachdem ich vor 3 Jahren die Basketballkarriere beendet habe, eigentlich mich für 2 Jahre komplett rausgenommen aus dem Sport. Habe eigentlich kein Spiel verfolgt, keine Meisterschaft verfolgt, und das habe ich auch für mich gebraucht, ein bisschen Abstand mal, weil da auch Basketball, seitdem ich klein bin, mein Leben beherrscht hat. Bin dann mit meiner Familie nach Fürstenfeld runtergezogen, haben dort Haus gebaut und bin jetzt seit 3 Jahren Polizist in Wien im 12. Bezirk, und es geht mir hervorragend. Christoph, wir haben vorher gesagt, Playoff, du hast vorher hier gespielt einmal, warst in der erfolgreichen Meistersaison, Duke, jetzt wieder im Playoff da, heute leider für Klosterneuburg nicht gereicht in der Best-of-Five-Series, aber vielleicht einmal für dich ein Resümee über die Saison der Dukes, das heutige Spiel, die Playoff-Serie. Ja, also ich glaube, mit der Saison kann man sehr, sehr zufrieden sein, wenn nicht so natürlich, ich glaube, dass keiner damit gerechnet hat, dass Klosterneuburg eigentlich so eine Saison spielt. Das ganze Umfeld hier ist wirklich super. Der Vorstand, der Präsident, der Trainer, das ist alles ein langfristiges Projekt. Und es hat keiner damit gerechnet, heuer schon, glaube ich, den Erfolg zu haben. Sie haben ein langfristiges Projekt auf die nächsten paar Jahre aus, wo man dann erfolgreich sein will. Sie haben auf Jugend gesetzt, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Sie sind jetzt auch nicht hektisch geworden, weil der Erfolg da war, dass man sagt, man holt vielleicht noch 1, 2 Ausländer und geht aufs Ganze. Das gefällt mir sehr, sehr gut und das ist wirklich super. Und ich glaube, dass die ganze Mannschaft und vor allem die jungen Österreicher nur davon profitieren können. Denn wenn man einmal so ein Spiel wie heute erlebt hat, glaube ich, das schmerzt natürlich im ersten Moment. Aber auf die lange Sicht gesehen profitiert man davon, dass man sowas einmal erlebt hat. Und ich glaube, in der nächsten Saison werden alle Spieler umso stärker zurückkommen. Für dich als alter Hase die Frage, man steht jetzt dann bei so einer Saison, hat vielleicht mehr erreicht, als man eigentlich wollte. Natürlich enttäuscht, wenn man ausgeschieden ist, aber vielleicht für dich, was lasst man aus einer Saison vielleicht im alten Jahr, was nimmt man schon erfolgreich mit ins neue Jahr? Ja, wie gesagt, also die Jugend kann nur profitieren davon. Sie haben sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, sie haben sehr, sehr hohes Vertrauen vom Trainer bekommen. Man hat es heute wieder gesehen, dass der Trainer nicht gesagt hat, mit 5 Spielern 40 Minuten durchspielen, sondern er hat seine Rotation beibehalten. Er hat allen Spielern die Chance gegeben, heute zu spielen. Wenn man, glaube ich, die Statistik heute anschaut, hat man gesehen, dass überhaupt kein Spieler irgendwie annähernd an die Form herangekommen ist. Der Trainer und die Mannschaft hat alles probiert, sie haben gekämpft bis zum Umfallen, aber es war halt einfach nichts drinnen. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch vielleicht eine persönliche Frage an dich. Wenn es deine Zeit zulässt, spielst du noch irgendwo? Ja, ich spiele noch einmal die Woche, wenn wirklich die Zeit, die Familie und der Job es zulässt. Wir sind eine Truppe von früher, wir kennen uns seit Kind auf und wir treffen uns einmal die Woche in einer kleinen Halle, weil die große, da blasen wir läuferisch dabei nicht mehr. Aber ich versuche mir die Zeit zu nehmen, auch hin und wieder Basketball zu spielen, weil es doch Spaß macht und weil es mein Leben von klein auf weg eigentlich beherrscht hat. Und ich habe wieder die Freude jetzt gefunden am Basketball spielen und das, glaube ich, passt so, aber mehr wird sicher nicht mehr werden. Ja, sage ich dir mal herzlichen Dank, dass du uns heute unterstützt hast. Wenn du sagst, du wohnst in Fürstenfeld, in Oberwart ist es Fanclub-Turnier, dann sage ich einmal vielleicht bis zum Fanclub-Turnier. Und ansonsten bis zum nächsten Heimspiel der Dukes, wo du uns hoffentlich wieder besuchen wirst. Ja.